Jo Leute, was geht? Freunde, heute geht es um die Skibidi-Toilet. Leute, das wahrscheinlich größte Meme oder der größte Trend auf TikTok und YouTube. Und heute schauen wir uns mal an, wo kommt das Ganze her? Leute, ich habe den Kanal gefunden und zwar heißt der The Frick Boom und so. Und der hat 10 Millionen Abonnenten, Leute. Und das Lustige ist, dieser YouTube-Kanal hat einfach in dem letzten Monat über 5 Millionen Abos dazu gemacht. In einem Monat. Alleine wegen diesen Videos. Und guckt euch mal die Klicks an. 17 Millionen, 26 Millionen, 53 Millionen. Diese Videos gehen komplett viral. Und wir werden uns erstmal von Part 1 anschauen und schauen, wie das Ganze sich entwickelt hat. Also Leute, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und let's go. So, let's go. So Leute, und wir haben hier auf jeden Fall die... Okay. Alles klar, Leute. Alles klar, Freunde. Das war die erste Episode. Ich weiß gar nicht, warum das so abgeht. Also es ist auf jeden Fall der G-Mod-Typ oder es ist auf jeden Fall in der G-Mod aufgenommen worden. Warum der jetzt eine Toilette davor genommen hat und dass da ein Kopf rauskommt, keine Ahnung. Aber es soll eine Saga sein von verschiedensten Episoden und es soll eine richtige Story und eine richtige Lore mittlerweile haben. Weiter geht's, Leute, mit der zweiten Episode. Okay, haben wir zwei von diesen Toilettenköpfen. Yes. What? Die kam einfach so... Whoops. Die kam einfach so da raus, Leute. Ey, ich bin ehrlich, ich check dieses Meme nicht, aber ich liebe es. Es ist einfach mein Humor. Ich weiß nicht, wie geht's euch so? Feiert ihr die Skibidi Toilet oder nicht? Wir gucken mal weiter. Also Leute, wir haben hier die dritte Episode. Oh mein Gott, da haben wir die riesen Skibidi Toilet. Und hier sehen wir das erste Mal die Stadt. Oh mein Gott. Und es sind mehrere von denen. Let's go, Leute. Das ist die vierte Folge. Der kommt einfach so raus. Ja, Mann, was für eine Botschaft willst du uns sagen? Einfach skibidi-bap-bap, skibidi-bi. Das ist die einzige Sprache, die er sprechen kann. Warum hat er diesen langen Hals? Seht ihr diesen langen Hals da? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der kam aus dem Nichts. Alter. Yo. Oh boy, Alter, der Schluss war auf jeden Fall creepy. Und das war auf jeden Fall, Leute, die erste Episode. Ich habe gehört, es gibt über 30 verschiedene Staffeln. Also mehr als eine Netflix-Serie hat. So, hier haben wir auf jeden Fall, Leute, Skibidi Toilet 5. Das hat einfach 42 Millionen Klicks, Leute. Wenn ich jetzt ein Video dazu mache, kriege ich dann auch 42 Millionen? Nee, wahrscheinlich nicht, aber lasst ein Like da, Leute, wenn ihr Skibidi Toilet mögt. Okay, das ist die nächste Folge, Freunde. Skibidi Toilet 5. Und der kann fliegen! What? Der kann einfach fliegen, Leute. Und das ist einfach Star Wars Musik. Deswegen weiß ich nicht, ob wir die Musik vielleicht ein bisschen runterschrauben müssen. Yo! Es ist einfach wie bei Star Wars. Okay, es geht einfach extrem ab, Leute. Aus den Mündern von denen kommen einfach normal Kleinfliegen des Skibidi-Toilets. Also wir merken, die Toilette kann fliegen. Das merken wir uns für GTA 5, dass die fliegen kann. Dann haben wir als nächstes, Leute, Skibidi-Toilet 6 mit Wednesday-Musik. Ey, das geht ab. Das geht richtig ab, Leute. Und ich weiß halt echt nicht, ob diese Musik hier irgendwie Copyright ist. Deswegen, vielleicht müssen wir irgendwie einen Sound drüberlegen oder so. Aber der Beat, der knallt. Ich liebe den. Okay, also das war auf jeden Fall DJ Skibidi Toilet. Es gibt so viele. Ich komme nicht drauf klar, Leute. Es gibt so viele verschiedene. Und das sieht aus wie so eine Skibidi Toilet Party. Das ist so ein kleiner, das ist so ein, auch so ein kleiner Mensch. Hier einer, der sieht aus wie einer von Saints Row oder wie von GTA. Und der DJ ist einfach eine Toilette. Ich würde da hingehen. Würdet ihr auf so eine Party gehen? Schreibt es in die Kommentare. Okay, das ist auf jeden Fall die Episode 7. So, okay. Ich würde sagen, man kann es sich die ganze Zeit geben. Oh, jetzt wird er runtergespült. Okay. Da kommt einfach direkt der Nächste. Und noch ein... Oh mein Gott, die ganze Armee kommt. Yo, das ist der G-Mod-Typ. Das ist der G-Mod-Typ, Freunde. Das ist der typische Scary-Typ, der mit dem Koffer rumläuft. Das ist, ich glaube, aus Half-Life 2. Und es gibt ja das Gerücht, dass dieser Typ, Leute, von diesem Kopf, also der hat ja so einen blauen Anzug, dass der in jeder Map
wo ihr draußen unterwegs seid in Half-Life 2, irgendwo euch beobachtet. Und wenn ihr ihn anschaut, dann läuft er einfach weg. Dann geht er weg, damit ihr ihn nicht mehr sehen könnt. Das ist ein super gruseliger Mythos. Schaut es euch mal an. Okay. Dab, 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 yes, yes. Ich versuch gerade selber zu dieser Skibidi-Toilette zu werden, Leute. Also, wir lernen den Text, okay? Skibidi-Toilette 8, Leute. Und das sind die Cameramen. Skibidi-bop-bop-bop, yes, yes. Skibidi-bop-bop, oh boy. Okay. Okay, Leute. Was passiert hier? Also, das ist das erste Mal, wo wir die Cameramen sehen. Und die kommen und wollen die Skibidi-Toilets aufhalten. Also, das ist der Teil der Story. Skibidi-Toilet gegen Cameraman. Und es scheint sich, glaube ich, fortzusetzen, Leute. Yes, yes. Und sie gibt es in allen Formen. Und allen Menschen. Oh, Verbot. Die Cameramen übernehmen das jetzt. Oh, da ist die Skibidi-Polizei. Da ist die Skibidi-Polizei. Das hättest du nicht tun sollen. Okay, also wir merken uns, Leute. Sie setzen sich für ein Verbot der Skibidi-Toilets ein. Die Cameramen. Und jetzt werden sie verhaftet. Oh, das scheint eine richtige Story zu sein. Kloppt da. Das ist die Cameraman. Sie werden mehr. Der hat einfach einen aufgegessen. Und sie spülen ihn runter. Oh mein Gott, das ist die Lösung, Leute. Man kann mit Hilfe der Spülung sie besiegen. Das ist deren einzige Schwäche mit der Spülung. Aber wenn ihr die Spülung aktiviert, kommt immer ein neuer. Okay, wir lernen, Leute, die Cameramen werden immer mehr als eine Protestbewegung gegenüber den Skibidi-Toilets und es bahnt sich ein Riesenkampf an zwischen denen. Alter. Das ist die Doppeltoilette. Die Triple-Toilette. Okay. Okay, mittlerweile bei Folge 12 angekommen, Freunde. Und ihr seht, der Kampf ist im vollen Gange. Oh, auf welcher Seite stehen wir? Ich glaube, wir sind die Toiletten. Cameraman. Wow! Oh mein Gott, der hat Laseraugen! Die können also fliegen und Laser. Und am Ende sind wir draufgegangen. Nächste Folge. Alter, mittlerweile, was ist das für ein Teil? Was ist das? Dop, 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 yes, yes. Dop, dop. Oh mein Gott, das... Leute, die... Die Spülung! Yes! Und er stürzt ab! Nein! Okay, Leute, also wir merken, wie gesagt, die Cameramen versuchen, die Spülung zu betätigen. Und ihr seht, Leute, das ist ein richtiger Kampf zwischen den beiden. Und den werden wir uns auch in GTA 5 bald anschauen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, checkt meinen Hauptkanal aus. Unbedingt. Und wollt ihr Part 2 haben? Like da lassen. Und schreibt es in die Kommentare. Okay, das ist auf jeden Fall jetzt Skibidi-Toilet Part 14. Und es ist langsam ausgeglichen, ne? Die Skibidi-Toilets werden immer mehr attackiert. Und was ist das für ein Teil? Was? Was war das? Okay. Der war einfach den Dance. Wie macht man den? Okay. Einer wird verfolgt von hunderten Toiletten. Mach mal vorhin. Let's go. Okay. Dieser letzte. Der war gut. Oh, das ist eine... Oh, das ist eine Spion-Toilette. Der geht also in so ein Geheimlager. Okay. Oh, den gefällt das nicht. Okay. Alles klar. Also, die Cameramen wollen jetzt eines der Hauptbasislager der Skibidi-Toilets einnehmen. Man merkt langsam, die Story nimmt Fahrt auf. Das hat schon was von Netflix oder ich würde sogar ins Kino gehen für diesen Film. Also vielleicht, ne? Bringt mal den Film ins Kino raus, Skibidi-Toilets, Folge 16. Na, wenn wir noch ein bisschen länger sind, dann haben wir Material für den ganzen Kinofilm. Folge 17, Leute. Das ist Wahnsinn. Okay. Oh mein Gott. Ich glaube, der predigt den Kleineren gerade etwas. Und die machen jetzt einen Geheimangriff. Und Achtung.
Attacke! Let's go! Und gegen Konter! Sie haben es überstanden. Jo, es gibt sie als Spinne. Lauf! Oh! Gut! Alter, wie viel heftig der Kampf geht in der ganzen Stadt. Das ist die Armeetoilette! Den kenne ich! Den kenne ich! Und er wurde aufgehalten. Oh. Wer tritt ihn da? Der muss ja riesig sein. Noch einer. What? Das ist ein Riesen-Cameraman. Das muss der Boss sein. Oh mein Gott. Alles klar, Leute. Folge 19. Ihr seht, dieser Riesenboss scheint gerade jeden von den Skibbidi-Toilets zu besiegen. Und die holen sich Popcorn und schauen das an. Und jetzt... Oh! Let's go. Und Freunde, das wird dann die letzte Episode für heute sein. Was ist das? Noch einmal der große Laser Skibbidi Toilet. Und er hat ein Polizeischild. Und wird er den Kampf besiegen? Wird den Kampf gewinnen? Oh, der Schild ist broken. Nein, sein Herz. Nein. Wo haut er ab? Wo haut er denn ab? Okay, Leute, wenn ihr wollt, wenn ihr herausfinden wollt, ob die Skibbidi Toiletten den Kampf gegen die Cameraman gewinnen oder verlieren werden. Schreibt es in die Kommentare, wir könnten noch ein paar zwei dazu machen. Also ich feiere das Ganze irgendwie. Ich weiß nicht, es ist etwas, es fühlt sich an wie YouTube im Jahr 2006. Es fühlt sich so an wie diese ganz kurzen Clips. Du hast einfach Spaß, es macht keinen Sinn, es ist irgendwie Nonsense, aber es macht Spaß, man guckt sich das an und ich glaube, das ist irgendwie so etwas... was ich so lange vermisst habe so auf YouTube. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Aber ja, ich feiere die Skibbidi Toilets irgendwie. Vielleicht gibt es ja in irgendeinem Spiel... Also vielleicht schaffen die es, so einen großen Hype zu machen, dass sie irgendwann ein Charakter werden in Fortnite. Dann habt ihr es geschafft. Okay, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.